Mirko geht halt nicht mehr in die Schule. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und da kann man diese, was heißt denn die ISBN-Nummern, kann man dann einscannen. Der Fairness halber habe ich euch jetzt hier auch nochmal alles auf dem Tisch ausgebreitet. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ungewohnte Haustür, ich weiß, ich bin auch gerade nicht zu Hause. Ich habe Mirko jetzt gerade zu einem Vorsorgetermin gebracht und ich darf leider nicht drinnen warten. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen spazieren oder ich setze mich noch was ins Auto und regle ein paar Termine oder werde was Zeitung lesen. Ich habe keine Ahnung, weil ich kenne mich hier absolut nicht aus. Ich bin hier sonst nie unterwegs. Ich bin nämlich gerade in Bonn, aber in einem etwas kleineren Vorort quasi oder ja, ich weiß nicht, gehört zu Bonn auf jeden Fall. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich laufe jetzt erstmal hier ein bisschen rum oder gucke gleich mal in Google Maps, ob hier irgendwo ein Café ist. Vielleicht kriege ich irgendwo einen Kaffee. Wäre ja zumindest schon mal eine Option, um irgendwie die Zeit rumzukriegen. Tja, jetzt hatte ich mir extra hier was rausgesucht, aber der Laden hat leider noch nicht offen. Hier ist es auch irgendwie komplett ausgestorben. Also, ich weiß nicht, ob hier einfach keiner arbeitet oder ob hier einfach nie was los ist und deswegen alle Läden zu sind. Aber ich meine, wir haben ja jetzt schon 10:30, also ist ja schon fast wieder Mittagessenzeit. Aber hier ist gefühlt einfach alles zu. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich laufe jetzt ein bisschen rum, gehe ein bisschen spazieren und dann werde ich mich wohl gleich wieder ins Auto setzen, weil es ist doch ein bisschen frisch und ich habe nur eine Weste an und so einen etwas verstrickten, also einen gestrickten Pulli, aber der ist halt relativ dünn. Naja, muss ich jetzt hier ein bisschen die frische Luft genießen. Ja, dann machen wir doch mal ein bisschen Sightseeing, wenn man hier schon mal zu Fuß unterwegs ist. Es kommt nicht oft vor, dass ich spazieren gehe, aber schadet ja nicht. Ich habe Mirko jetzt eingesammelt und jetzt müssen wir aber noch schnell in den DM, weil uns fehlen ein paar Sachen zu Hause. Immer genommen. Ich das hier, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, welches ich zu Hause habe. Ob es das ist oder ob es das ist. Das hier? Dann nehme ich das mit. So, meine Lieblingsrasierer. Nur die für Jungen sind irgendwie nicht hier. Hier sind irgendwie nur die für Frauen. Die müssen wir dann noch suchen. Hier ist Handpflege. Ich sag doch, das ist total unübersichtlich geworden irgendwie. Hallo. Ach, das ist ein Bastelset. Und ich dachte gerade, das wäre was zum Baden. Naja, diese Dinger sind ja ganz cool für kleine Kinder, für einen Adventskalender oder so. Das Kind möchte noch mal Kind sein. Mit fast 9 möchte er unbedingt noch mal aufs Schaukelpferd. Dafür habe ich jetzt die Sachen für die Herren entdeckt und muss da jetzt mal hinlaufen. Toll. Das Duschgel bei den Männern findet man alles direkt. Duschgel, Shampoo, alles. Aber ich habe immer noch nicht mein Duschgel gefunden. Welche Marke ist das? Das ist nicht bei den Männern auf jeden Fall. Welche Marke ist denn da jetzt? Und nehmen wir mal das. Ja, Julian hat immer so trockene Haut. Vielleicht hilft das, wenn das mal sensitive ist. Rasierer darf ich natürlich auch nicht vergessen. Da sind Damen. Ich habe es gefunden. Bad und Dusche. Ich muss nur gucken, da gibt es die ich immer nehme, neuerdings. Ich bin da ja total, ich falle da immer drauf rein, ne, auf so Werbung. Wenn das so schön aussieht, dann nehme ich das mit. Achte natürlich trotzdem noch ein bisschen auf den Preis, aber da die genauso viel kosten wie die ohne schöne Bilder drauf, nehme ich natürlich das. Nehmen wir mal Zitrone. Lange gesucht und jetzt endlich gefunden. Julian wollte die unbedingt haben. Ich glaube, um seine Schuhe sauber zu machen. Oh. Ja, aber du hast ja dann trinken im Auto. Da hinten ist noch eins. Ich muss ja sagen, ich finde es so ein kleines bisschen frech, dass die Kinderduschgele teurer sind
als die für Erwachsene. Und meine kostet 55 Cent. Und normalerweise würde ich dann auch eins für Erwachsene nehmen, aber die Kinder wollen natürlich auch eins für Kinder haben. Einmal, zweimal. Und genauso verhält sich das auch mit den Badezusätzen. Auch die sind deutlich teurer als die für Erwachsene. Und gegen einen wunden Kinderpo nehmen wir jetzt auch mal feuchtes Toilettenpapier mit. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Zumal hier auch draufsteht, wenn man nur zwei Stück nimmt, kann man die auch in der Toilette entsorgen, weil die sich dann auflösen im Wasser. Das ist natürlich mega gut. Wer bis hierhin geschaut hat, kann jetzt gerne mal raten, wie viel ich gleich bezahlen werde. Ich löse das dann gleich auf. Der Fairness halber habe ich euch jetzt hier auch nochmal alles auf dem Tisch ausgebreitet. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Und dann bin ich mal gespannt, wer von euch zu den Profi-DM-Einkäufern gehört und mehr oder weniger direkt erkennen wird, wie viel ich circa ausgegeben habe. Es sieht eigentlich gar nicht so viel aus, aber ich glaube, man verschätzt sich da auch gerne mal schnell. Ich habe noch nicht mal meine Jacke ausgezogen, fällt mir gerade auf. Weil ich gerade einfach nur Schuhe aus, Hausschuhe an, mit der Tüte hier ins Wohnzimmer gelaufen bin, um euch das schnell einmal zu zeigen. Jetzt kann man es auch mal ganz gut sehen. Also, wer bis jetzt es noch nicht getan hat, schreibt mal jetzt unten in die Kommentare, was ihr denkt. Und nicht fuschen und jetzt erst weiter gucken, sondern jetzt einfach so aus dem Bauch raus, was denkt ihr, wie viel ich bezahlt habe. Und die Auflösung kriegt ihr natürlich dann jetzt auch gleich. Ich halte euch nur noch ein bisschen hin, damit ihr vielleicht doch noch denkt, okay, ich rate doch noch mit. Achtung, fertig. 50,90 Euro. Das ist der Wahnsinn. Und wie viele lagen jetzt von euch daneben? Das würde mich mal interessieren. Und wie viel? Kommen jetzt erstmal die Sachen weg und dann denke ich, werde ich mich ums Mittagessen kümmern, weil Julian müsste eigentlich gleich auch vom Termin kommen. Ich weiß nicht genau, der hat um 12 noch einen Termin und danach sollte er eigentlich eintrudeln, damit wir gemeinsam essen können. Nuku geht heute nicht mehr in die Schule, weil der Termin, der ist von der Uhrzeit her jetzt so doof gewesen, dass sich das einfach nicht gelohnt hätte, dann für eine halbe Stunde in die Schule zu gehen. Deswegen habe ich ihn jetzt heute zu Hause gelassen. Morgen geht er dann wieder in die Schule. Ja, ich denke, das ist okay, wenn man das nicht ständig macht. Ich erinnere mich noch an früher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wo laufe ich eigentlich hin? Jetzt bin ich denn in der Küche mit dem Duschgel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht von euch jemand kennt von früher, aber ich kenne das so, dass gerade zum Beispiel vor den Ferien, weil die Ferien beginnen bei uns jetzt auch nächste Woche, es ist nur diese Woche Schule, und da waren Kinder gerade vor den Sommerferien, die dann wirklich schon die letzten ein, zwei Tage vor den Ferien gefehlt haben. Einfach, weil sie schon in den Urlaub gefahren sind. Und ich war da immer total neidisch drauf als Kind, weil ich mir immer dachte, boah, voll cool, die dürfen schon in den Urlaub fahren und müssen nicht mehr in den Unterricht und alles. Aber eigentlich ist es halt total dumm, oder? Weil die verpassen halt auch was vom Unterricht. Vielleicht habe ich mir das eingebildet oder hatte ich nur Pech, dass es bei mir so in der Klasse war, dass es da ein paar oder ein oder zwei Schüler gab immer vor den Ferien. Oder ist es, weiß ich nicht, ist das so gang und gäbe? Ist das in jeder Schule so? Das Lieblingsgericht von mir als Kind esse ich immer wieder gerne, mache ich auch immer wieder gerne und auch dem Kurzen schmeckt es. Das wollte ich euch jetzt noch gerne zeigen und das natürlich auch. Julian ist nämlich auch gerade zu Hause. Guten Tag. Hallo. Welche Motivation. Wir haben gerade zum Mittag gegessen und diese Bücher hier, die hier und auch noch hier drinnen, ist randvoll, der Karton, die verkaufe ich jetzt, beziehungsweise habe ich theoretisch schon. Da gibt es eine tolle App, die nennt sich Momox. Und da kann man diese, wie heißen die, ISBN-Nummern, kann man dann einscannen. Und dann kriegt man einen Preis, einen Einkaufspreis quasi vorgeschlagen und kann sich dann entscheiden, ob man die gerne verkaufen möchte oder nicht. Und ab, ich glaube, 10 Euro übernehmen die sogar den Versand. Also wer noch irgendwo Bücher rumfliegen hat, die er nicht mehr haben möchte, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Da kriegt ihr auf jeden Fall noch Geld für.
Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so früh so weit kommt, aber nur die dicke Winterjacke an. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Friseur, denn bei mir sieht es schon wieder übel aus. Wobei ich diesmal sagen muss, ich habe noch Glück, weil meine Seiten noch relativ kurz sind, aber ich bin jetzt auch bewusst was früher gegangen, weil sonst gehe ich immer so auf den allerletzten Drücker und dann ist es bei mir so ein paar Tage, vor allem wenn ich dann nicht direkt einen Termin kriege, ist es bei mir so einige Tage echt der absolute Horror mit meinen Haaren. Weil bei mir gibt es so einen Punkt, dann schlägt das über und dann ist von, ich kann morgens noch meine Haare machen, bis ich brauche eine Stunde, bis meine Haare so sitzen, dass es mir gefällt. Und Mirko nehme ich halt so neuerdings jetzt immer direkt mit. Und dann kriegt er auch nochmal die Haare geschnitten und dann haben wir das erledigt. Aber es ist echt unfassbar kalt geworden. Ach, ist das schön, wenn man so frisch geschnibbelt mit kurzen Haaren aus dem Friseur rauskommt und sich denkt, 47 Euro, 100 Mark für einen Friseur. Ja, wobei, es war nicht für mich alleine, das muss ich dazu sagen. Also Mirko und ich zusammen 47 Euro. Da liegen wir schon fast beim Preis einer Frau. Ja, nichtsdestotrotz gehe ich hier sehr gerne hin, denn erstens, support your local, gilt auch nach wie vor nach Corona noch. Und ich gehe da schon seit... Ich war schon, als ich so alt war wie Mirko, war ich schon da Kunde. Und ich denke mir dann auch bei einem Friseurbesuch 27 Euro für einen Herrenschnitt. Und wenn ich dann alle 5 Wochen oder 4 bis 5 Wochen mal zum Friseur gehe, ob ich dann wirklich viel gewonnen habe, wenn ich irgendwie 5 Euro spare, glaube ich nicht. Und jetzt gleich habe ich zu Hause noch einen Kundentermin, aber per Telefon. Und dann gucken wir mal, dass es bald Abendessen gibt, wahrscheinlich schon. Da Julian und Mirko jetzt wieder da sind, werden wir jetzt auch zu Abend essen. Und ich habe für Mirko seinen absoluten Lieblingssalat gemacht. Das ist einfach nur eine Dose Mais, eine Dose Thunfisch in Olivenöl mit dem Olivenöl direkt rein und dann noch Balsamico, Salz und Pfeffer dazu. Und das wird er gleich auf jeden Fall verschlingen. Julian und ich essen Brot oder einen Salat. Ich gucke jetzt mal. Hauptsache mal etwas gesünder unterwegs. Wir hatten ja heute Mittag auch schon warm. Und dann würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Vlog wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen oder was auch immer, wenn ihr diesen Vlog gerade gesehen habt. Und vergesst bloß nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I'm